Heiliges Wasser für den neuen König. Mit einem Reinigungsritual begann am Samstag die feierliche Krönungszeremonie für Thailands neuen König Maha Vajiralongkorn. Der Ritus beruht auf jahrhundertealten buddhistischen und hindu-brahmanischen Traditionen. Durch ihn soll der Monarch symbolisch zu einer lebenden Gottheit werden. Zuletzt war dieses Krönungsritual vor fast 70 Jahren für König Bhumibol abgehalten worden. Nun folgt ihm sein Sohn als Rama X. Auf den Thron. 2,5 Jahre nach dem Tod des beliebten Königs. Die mehr als 7 Kilogramm schwere, reich mit Gold und Diamanten verzierte Krone setzte sich Rama X. selbst aufs Haupt, mit der Hilfe seines Hofstaates. In seiner ersten Ansprache versprach der neue König: Ich werde das königliche Erbe fortsetzen und bewahren und mit Gerechtigkeit regieren, zum ewigen Wohle des Volkes. An der Seite des 66-Jährigen seine neue Frau, Königin Suthida. Erst vor wenigen Tagen hatte der dreifach geschiedene Monarch mit seiner vierten Hochzeit überrascht. Mit der Zeremonie am Samstag hat auch die neue Königin ihren vollen Titel und alle königlichen Würden erlangt.